Oberst Professor Sigismund Seidel erhielt den Kulturpreis der Stadt Villach 2014. Seidel gilt als profilierter Fachmann für Blasmusik und leitet seit 34 Jahren die Militärmusik Kärnten. Unter seiner Führung wurde Blasmusik zu einem Qualitätsmerkmal. Laudator Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Suppan fand die passenden Worte. Alles, was ja in überregionalen und internationalen Fachgremien, bei Konzert- und Opernbesuchen in aller Welt gelernt hat. Und er hat seinen musikalischen Geschmack an den besten Dirigenten und an den besten Orchestern unserer Zeit entwickelt. Alles das bereicherte sein Kärntner Engagement. Die Militärmusik Kärnten ist in Villach ein immer gern gesehener Gast. Bislang gab es zahlreiche Konzerte vor einem begeisterten Publikum. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des Kärntner, des österreichischen Kulturlebens. Weit über seine berufliche Verbindung zum österreichischen Bundesheer hinaus. Vor allem aber hat er hier in Villach an vielen Konzerten mitgewirkt, hat sie dirigiert, viele Auftritte gehabt. Was mich aber immer fasziniert hat, war, dass er, wir haben es gehört, rund 1500 jungen Soldaten eine Veredelung gegeben hat. Oberst Sigismund Seidel ist seit seiner Kindheit Vollblutmusiker. Takt und Taktstock sind unmittelbar mit ihm verbunden. Der Kulturpreis der Stadt Villach ist eine weitere große Auszeichnung. Ja, ich fühle mich fantastisch, wie nach einem großen, schönen Konzert. Aber eigentlich ist das noch mehr für mich persönlich wie eine symphonische oder musikalische Aufführung. Und ich bin ja der allererste Militärkapellmeister, der solch eine Ehre auf sich vereinen darf.